Ja, komm, ich helf dir. Oh, geil. Und. Boom! Oh, shit. Ja, was will ich mit so einem Minimesser, Alter? Sehr schön. Achso. Ich brauche auch demnächst ein neues Messer. Ja, wir müssen Nahrung für dich finden, ey, sonst. Was war's das? Endlich. Aber jetzt können wir wenigstens so Dosenravioli oder Spaghetti Bolognese aufmachen. Das ja, ja erstmal finden, Mann, für dich. Jetzt komm. Ja, weil ich bin noch gut in Schuss hier, ja. Aber du bist halt kurz vorm Hungertod, Alter. Das ist nicht geil, ne? Ja, das ist leider richtig. Ich mach mit. Oh, jetzt will er mich beim Trinken filmen, oder was? Ich hab's schon gehört, ja. Die ist gerade an mir vorbeigeflogen, die Drohne. Der steckt, glaube ich, im Haus fest. Da ist er. Komm mal mit. Komm mal mit, Drohne. Ich schlag dich zu Brei, Alter. So. Komm mal mit. Ja, hier bin ich. Hier, komm. Komm. Ja. Ja, super. Komm mit. Hier. Hier rein. Ja, komm. Komm. Ja. Wo fliegt der hin? Ist, glaube ich, abgehauen, oder? Da hinten ist er. Der fliegt in Richtung... zu diesem roten, ne? Wahrscheinlich zur Base, zur nächsten. Kann sein, ja. Naja. Noch was zu essen gefunden? Bisher noch nicht, nein. Wir brauchen, also trinken kannst du dich ja, wie gesagt, ne? Ja, das... bedienen, bis du ganz voll bist, aber das Essen ist halt echt ein Problem, ey. Wir müssen anbauen. Aber vielleicht haben wir ja Glück und auf dem Weg finden wir noch ein Tier. Weil wir haben ja Muni. Eine Vitamintablette hau ich mir euch mal rein. Hier ist noch ein 10er Blister. Vitamintabletten, falls du eine brauchst. Oh ne, du, ich bin wirklich sehr gut versorgt. Ja, oh, ich nein. Bin so gut in diesem Spiel. Oh, ich hab daneben gepinkelt. Scheiße, Mann. Ja, die Putzfrau bedankt sich später, weißt du? Ja, komm, eigentlich können wir eigentlich direkt auch mal richtig groß noch aufs Geschäft hier. Wenn wir uns so kurz richtig hinhocken. Dreht das sich jetzt normal oder bleibt das so? Oh, ja, da hat er das Klo ein bisschen verfehlt, ne? Ah je, yeah. Da muss noch viel lernen, der Typ, Mann. Boah, das ist überhaupt nicht auffällig, was ich gerade anhabe. Ich glaube, er ekelt sich vor der Toilette und darum macht er auf dem Boden lieber. Das kann auch sein, ne? Ja, das ist Sauerei gemacht, ne? Schnell hier raus, du. Hier gehe ich nicht normal rein, du, ne? Naja. Oh, ja. Butter? Ja, ich pfeife mir Butter rein. Oh, mach es einfach lieber nicht. Ach doch, klar. Nee, hab ich vorhin auch schon gemacht im Einzelspieler. Oh, bist du durch, ey? Das ist ja voll überfett. Ja, ist ja egal. Brauchen wir ja in dem Spiel. Die nicht. Die sind also giftig. Ja, also die haben halt dann krasse Psychoprobleme, ne? Also die roten nicht essen, Leute. Die sind giftig, also anscheinend. Aber der kleine weiße Pilz, der da ausragt, der war gut. Ja, der war nur. Der Spargelpilz, oder was? Ja, so aus einer Richtung, Spargelpilz, ja. Okay. Dann lass uns mal weiter unsere Route durchziehen, ein bisschen in den Westen, ey. Oh, da gibt's so viele Städte, ne? Na, das wird ein Abenteuer, ja. Und die kann man auch essen. Die kannst du auch essen, ja. Alter, Pilzkunde mit Dominik, er ist der Pilzexperte. Oh, lecker. Gönn ich mir erstmal. Ein bisschen Respekt vor Pilzen. Ein bisschen Respekt vor Pilzen. Ich auch, im echten Leben auf jeden Fall. Eine neue Pilzart, wo? Hier bei mir. Oh, so gelbe? Oh, was meinst du, kann man die essen? Oh Gott, grüner Knollenblätterpilz. Ein Ständerpilz und eine der vielen Arten der Gattung der Wulstlinge. Der in Europa weit verbreitete grüne Knollenblätterpilz bildet mit verschiedenen breitblättigen Bäumen Ectomycorrhiza. In einigen Fällen wurde diese Pilzart durch Anbau fremder Eichenkastanien und tiefen... Okay, es steht jetzt nichts darüber, ob das irgendwie giftig ist. Ich will nicht essen. Ich esse jetzt einfach mal einen. Mehr als krank werden kann ich nicht, dann nehme ich ein bisschen Aktivkohle. Also bis jetzt noch keine Auswirkungen. Ich behalte es mal im Hinterkopf. Das ist nicht rot. Das ist noch ein neuer, oder was? Ja, Mann. Echter Pfifferling. Ah, das ist der Pfifferling, von dem jemand vorhin gesprochen hatte. Ah. Echter Pfifferling ist ein Pilz, der auch als Eierschwarm und Reding geläufig ist. Er ist vermutlich die bekannteste Art der Gattung der Pfifferlinge, wenn nicht sogar die gesamte Familie der Pfifferlings verwandten.
Er ist orange oder gelb, fleischig und trichterförmig. Den pfeife ich mir auch gleich mal rein. Pfifferling hört sich gut an, nehme ich auch mal. Ja. Oh, links sind, oh, die roten sind giftig, hast du gesagt, ne? Ja, genau. Die roten, sag mal, da sollte man die Finger von lassen. Also kannst gerne einen essen. Mann. Nein, Alter, danke. Vielleicht kriegst du Halluzinationen oder so. Ich bin schon Luzi, ich war das nicht noch doppelt. Nee. Okay. So. Pilzkunde heute, oder was? Es ist total, es macht total so, was haben wir hier? Wir sind endlich angekommen hier mit der ersten Stadt. Boah, rechts ist von der Kirche. Ist echt groß, ne, die Stadt. Absch. Haben wir... Was? Dachte, ich habe Stimmen gehört. Kann sein. Weil ich ziehe auch lieber mal die AKM. Nee, noch nicht so ganz. Oh, da haben wir schon ein bisschen was. Cut into racks. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt craften wir uns erstmal einen Rucksack. Kannst du sagen, was du willst? Hier ist gelootet. Ist nichts mehr. In der Polizeistation. Aber die Türen waren zwar alle zu, weil du kannst... Schlagstock? Ich will den provisten Gedönskirchen hier, ne? Das heißt, ich baue noch zwei von diesen Seilen. Die Seile brauchen 5 Long Wooden Sticks. Okay, das schaffen wir. Das schaffen wir ja locker. Jetzt lernen wir auch ein bisschen das Crafting in der heutigen Aufnahme. Finde ich schön. Dieses Seil ist geil. Lernen wir das nicht in jeder Aufnahme momentan? Das ja, wir lernen überall, ne? Oh, Einsatzrucksack für dich. Really? Ja, großer. Really? Ja. Ich wollte jetzt gerade meinen Rucksack craften. Ja, sorry. Ich kann nicht mehr cutten, warum? Wo ist mein Messer hin? Ach, da. Ich guck mal, wie der gecraftete Rucksack aussieht. Dann gucken wir mal. So, dann craften wir das nochmal. Und dann brauchen wir noch... Dann haben wir es, glaube ich, fast, ne? Weil dann bauen wir hier noch ein... Ne, wir haben alles, ne? Craft, let's go. So. Zweimal die Seile und dreimal... Wir hätten das Teil sogar nur einmal gebraucht, sehe ich gerade. Scheiße. Egal. Passiert. Oh, dauert aber echt lange, so einen Rucksack zu craften. Jetzt haben wir hier einen Rucksack. Ja, jetzt haben wir hier einen Mini-Rucksack. Sieht zwar nicht so geil aus, aber... Hat was Einfaches und einfach Schlichtes, ne? So. Ja, das passt schon. Stopp! Lass anpirschen, da ist eine Sau. Essen, Mann. Glaubst du, sie ist tot, wenn ich ihr in den Kopf schieße? Ich hätte sie... Lass schießen. 3, 2, 1. Warte, ich sehe sie gerade nicht. Ich hätte... Save einen Headshot habe ich jetzt. Ja, mach. Hinterher! Los, Dominik! Scheiße, ich kann nicht reloaden. Oh lol. Hier geht's aber steil runter, ne? Oh, es ist tot. Ja, oder? Doch, es ist tot, 100%. Okay, ich hab's. Let's go. Ja. Da haben wir sogar gleich ein paar Büsche, damit wir gleich die Sache machen können. Und Mais. Oh ja, oh, boah, Alter, das ist so eine Mais. Was ist denn da links, Alter? Das ist Military. Ja? Da links ist Military. Ja, nice. Da gehen wir gleich als nächstes hin. Lass uns erstmal essen. Ja, lass uns erstmal essen. Das ist wichtig. Das ist recht. Ich bin schon wieder zu... Ich will schon wieder alles machen, ey. Okay, wir brauchen ein Feuer, ne? Ja. Ich kümmere mich darum, dass wir ein paar Steaks haben. Was brauchen wir nochmal für das Feuer? Ist gut. Small Wooden Sticks, das bekomme ich hin. Das geht schon mal nicht. Vielleicht sind die zu kaputt. Mal probier mal die. Hattest du nicht so ein Ah, hast du. Es lag tatsächlich an den anderen. Die waren kaputt irgendwie. Ja, die sind so gedamaged, stimmt. Ah, das kann sein, ja. Weg mit dem Shit. So, der Busch brennt. Wir brauchen natürlich noch dazu ein
Ja gut, das muss jeder für sich selber craften, denke ich. Ja, so ein Spieß, ne? Naja, ich mach mir mal kurz einen. Das ist der einfache Spieß, ne? Das ist Spieß, genau, Spieß, ne? Ja. Gut. Das Fleisch kannst du droppen? Keinen Holzstock? Kannst du das Fleisch bitte droppen? Das liegt doch da. Ach so, ach, wow, shit! Alter, was hast du gemacht mit der Sau? Fatal Error. Was hast du mit der Sau gemacht? Mein Spiel ist abgestürzt. Really? Ja. Das war wohl zu viel Fleisch. What the fuck, Alter? Ich versuch mal was. Die Innereien, die kann man ja auch essen, ne? Aber die sind eigentlich voll lecker. Kappa. Ne? Die kann man bestimmt auch. Ich versuch das mal. Weiß nicht, wie es so ist. Schweinekopf, Knochen. Nehmen wir noch ein bisschen Fett auf das Ding drauf, dann machen wir uns jetzt hier einen richtig geilen Spieß, ey. Das dürfte jetzt schon in Ordnung sein, eigentlich. Und darum nehme ich das jetzt wieder in die Hand und würde ich sagen, gönnt euch, meine Leute! Steh nicht zu nah am Feuer, du könntest krank werden, ne? Ja, passt. Wegen der Temperatur. Du bist näher dran als ich. Oh, endlich wieder essen. Ich will jetzt mal versuchen, ob ich Mais grillen kann noch. Ist auch bestimmt lecker. Kann man bestimmt was Krasses machen. Es sollte aber gehen, oder? Nein, ich schon, ne? Hast du dir jetzt ernsthaft zwei Spieße gemacht? Ja, Mann. Was ein Geier, der Typ, ey. Ich hab halt Hunger, ne? Alter. So, komm, jetzt gönnen wir uns hier noch ein bisschen was. Man müsste mal gucken, wie man das Fett verwerten könnte. Und die Gedärme. Ja, ne? Bestimmt später, oder? Ja, gute Frage. Ist aber hier noch was ganz Geiles. Ist das eine Military Base oder was? Ja, ich glaube, oder? So. Kann ich mit dem Fleisch kloppen? Ja, Mann. Na, ich weiß, ich bin ein krasser Gangster, was das angeht. Oh. Warte. Müssen erstmal einen richtigen Eingang hier. Kann man hier nicht drüber springen? Das ist, glaube ich, semi-optimal. Oh. Oh mein Gott, hier gibt es auch jede Menge Loot. Alles klar, die Position muss ich mir merken. Gibt es echt viele? Ja, Mann. Wow. Antimalia-Pilz N9-Bajonett. Oh, das ist krank, das nehme ich mit. Das ist schön, schön, schön. Die Ryo-West. Warte mal, was habe ich? Ich habe auch eine Ryo-West. Echt guter Loot, ne? Ja. Military Ballistic West. Oh, 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 oh. Ist eine MP5? Was will der Zombie jetzt von uns? Oxygen? Ja, mach ich doch. Wow. Patsch! Das Ohr weggeschlagen, du. Patsch! Der lebt ja immer noch. Au! Scheiß Ding. Der fällt ja fünfmal um, was ist mit dem los? Ah, weggeschnetzelt. Ich muss mich jetzt dennoch kurz heilen, habe ich geschlagen. Einsatzrucksack noch. Okay, 763x39. Das muss ich mir merken. Wurde ich mal im Notfall. What the shit? Was machst du, Mann? Ja, wenn ich eine Rauchvergiftung bekomme, ne? Da hab ich gar nicht gedacht. Richtig gut. Oh, hier ist noch eine Shotgun. Ja, krasser Shit hier, ey. Na gut, lass mal weiterziehen, ey. Krasser Ort. Den Armee. Wow, das ist ein Pferd, Alter. Was machen wir mit dem?
Alter, ernsthaft, willst du es töten? Willst du es ernsthaft töten? Das kann man doch bestimmt zähmen, oder? Oh, du bist ein Sackgesicht, ey. Lol. Du hast es erschossen, Alter. Du bist so ein Mörder einfach nur. Du bist so ein Mörder, Mann. Wieso tötest du ein Pferd, Mann? Das hätten wir bestimmt zähmen können. Wo ist die Sau? Hier ist der Busch. Alter, das arme Ding, ne? What the shit? Was hast du mit dem Ding gemacht, Alter? Ich glaube, ich habe ihn jetzt. Hä? Ich habe mir den Kiefer gebrochen. Du hast ihm das Kiefer weggeschossen. Alter, wie krass ist das Spiel bitte, Mann? Das ist doch nicht normal. Wollen wir das mal zerschneiden? Alter. Vielleicht gibt es geiles Fleisch. Guck mal, was das. Alter, das ist so. Das Tier tut mir so leid gerade. Das hätte nicht sterben müssen, Alter. Du bist so ein Sadist, ey. Holy shit, Alter. Gutes Pferd an. Was ist mit dem. Gott. Animal Skin können wir gut gebrauchen, eigentlich, ne? Ja. Wiegt halt auch 3 Kilo, ne? Also. Ja, eben. Alter, holy shit, das ist Ding groß. Alter, ich komme ja gar nicht klar mehr. Ich schnippel mir dran rum, kriegst du, glaube ich, Punkte für. Ja, stimmt. Ja. Ob das jetzt anderes Fleisch droppt auch? Oh ja, guck mal! 165 oh. Kilo! Alter, ich mach das Porksteak weg, ich nehme ein Pferdesteak mit. Oh mein Gott, ich sterbe so sehr. Ey, ohne Scheiß, dieses 135 Ding da, kann man das mitnehmen? Das meinst du doch nicht ernst, Alter. Doch, mein Vorrat. Ja, genau. Das kann man doch safe mitnehmen, Alter, oder? Das kann man noch weiter choppen. Ich verstehe. Mal gucken, was daraus wird. Vielleicht wird. Alter, du hast das. Ach so, du hast ein Torso halbiert. Ja. Dein Bein zuckt. Tut mir leid, Leute. Tut mir so leid, dass ihr euch das mit anhören müsst. Das ist egal, oh, du hast Spaß, man ist doch gut. Oh, scheiße. Alter, nimm dir mal Steaks. Tot, wie viel Steaks, Alter? Mit dem kannst du den ganzen Server ernähren, Mann. Ja. Boah, das ist nicht mal übertrieben. Ich frage mich, was sich der Entwickler dabei gedacht hat. Es ist wirklich krank, Alter. Es wird halt immer mehr, Mann. Und du zuckst mit deinem Bein. Hast du irgendwie eine Krankheit gerade? Oh mein Gott, guck dir mal an, wie viele Steaks, Alter, einfach nur. Guck dir das doch mal an, Alter, das ist doch voll übertrieben. Ich fühle ein bisschen die Worte, ne? Wow. Er kommt nicht mehr klar auf sein Leben, ey. Komm ich nicht. Oh mein Gott. Ja, nimm dir noch so ein Ding mit, ey. Wieso kann ich da nichts reinmachen? Müssen wir auf jeden Fall mitnehmen noch ein bisschen. Ja! Was willst du denn hier? Dann schieß das Ding weg, ey. Weg ist es, Alter. Zerberstet, Mann. Es gibt 2 Punkte, Alter. Kannst du noch ein bisschen was mitnehmen? Ist echt wichtig. Nein, ich habe keinen Platz mehr. Ich kann gleich nochmal gucken, warte, ich muss erstmal. Oh, Alter. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir leid. So, ich habe nur 1 mitgenommen. Für immer versorgt, Alter, ey. Mein Bauch, ne? Ohne Witz.